Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's. Wir begeben uns zu den Prüfungen der drei Seen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem See der Wahrheit. Also, wohin gehen wir? Genau, das ist ja hier im Obsidian-Grasland. Ich denke mal, wir werden dann da noch eine klarere Markierung haben. Also, wo wir genau hingehen müssen. Ja, schaut mal da vorne. Und das Gute ist, wir können ja wieder unser Vögli benutzen. Heißt, wir müssen nicht mal laufen. War ich da überhaupt an dem See? Bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, ich meine, ich hätte das hier gesehen. Zumindest von da hinten, also vom Strand aus. Na und? Da steht ja auch schon der Diam. Hier soll früher einmal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, in dem sich mit der Zeit Wasser ansammelte. Und so wurde der See der Wahrheit geboren. Das Pokémon Vesprit wacht über diesen See. Als es flog, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens kennen. Zumindest erzählt man sich das. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Nice! Eine Türöffner-App. Eine Felsenentfern-App. Aber was eben war diese Höhle doch noch nicht da? Ist das also dieses Arceus-Phone, von dem der Professor erzählt hat? Gehen wir, Huxel. Fräulein Kugita sagte, dass du den Pokémon, die über diese Seen wachen, deine Stärke beweisen musst. Das klingt, als stünde dir eine Herausforderung bevor. Ja, ich freue mich. Hier, Stärke beweisen kriege ich hin. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Wow, alter Schwede. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Du musst kämpfen, Huxel. Das Pokémon des Sees will dich damit bestimmt auf die Probe stellen. Kämpfe gegen das Pokémon, das in der Wahrheitsgrotte lauert. Eieieiei, was nehmen wir denn da? Elevoltec? Ja, du sollst mich nicht angucken, du sollst kämpfen. Ja, ja. Okay, anscheinend müssen wir mit dem Pokémon interagieren. Burn! Na schau, da haben wir ja unseren Kampf. Boah, vor allen Dingen mit epischer Battle Music. Level 58, das ist ja nichts. Irgendwie hatte ich erwartet, dass Elevoltec hier eine bessere Wahl wäre. Boah, ich mache ja gar keinen Schaden. Ach, natürlich. Und direkt einen Volltreffer hier, oder was? Ob ich das wohl fangen kann? Ja, hat sich jetzt eh erledigt. So viel dazu. So viel zu Viscogon. Du hast es geschafft, Huxel. Es ist offensichtlich, dass du und deine Pokémon eine enge Beziehung zueinander aufgebaut habt.
Und das, obwohl sie mit diesen Bällen eingefangen wurden. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Och, wie süß! Ja, moi, wer bist du denn? Och, du bist ja Zucker. Deine Gefühle, teile sie mit mir. Okay. Ein Zwiegespräch, das im Geiste geführt wird. Das könnte passender nicht sein. Was verspürte dein Herz, als du auf Isui herabgefallen bist? Ich war ratlos. Wie fühlte es sich an, deine Reise an der Seite von Pokémon zu bestreiten? Oh, es hat Spaß gemacht. Was ging in dir vor, als du dich mit den Menschen des Diamant- und des Perlclans austauschtest? Tja, jeder Mensch ist anders. Was fühltest du, als die Galaktik-Expedition dich vertrieb und dich allein umherwandern ließ? Ich war frustriert. Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welten bindest. Du erhältst eine Vesprit-Feder. Diese Feder beweist deinen Abschluss der Prüfung des fühlenden Wesens Vesprit, das im See der Wahrheit lebt. Sie ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Peace. Hey, nein, ich wollte dich in Bällchen sperren. Wie fühlt es sich an, ohne Worte mit Pokémon zu kommunizieren? Hier geht etwas ganz Seltsames vor sich, aber wenn ich bedenke, was sich gerade am Himmel abspielt, sollte mich eigentlich nichts mehr überraschen. Na dann, auf zum nächsten See, würde ich sagen. Ich wollte es echt fangen, das ist ja voll gemein. Ich wollte es fangen und dann auf die Wiese sperren. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Wie es aussieht, hattest du Erfolg, Huxel. Du kennst dich mit vielen Dingen überraschend gut aus. Ja, das tue ich in der Tat. Sicherlich liegt es zum Teil an meinem Dasein als Händler. Andererseits bin ich aber auch schlichtweg sehr neugierig. Mich interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist und uns in diese Gegenwart führte. Oder, um es präziser auszudrücken, ich möchte herausfinden, wo meine Wurzeln liegen und wohin mein Weg mich führt. Schätze, da geht es uns ähnlich. Warum verehren wir das ehrwürdige Sinnoh? Und ist es wirklich... Dabei handelt es sich zweifelsohne um wichtige Fragen, doch ich befürchte, sie müssen warten. Wir sollten jetzt zu Fräulein Kogita zurückkehren, in Ordnung? Ja, meinetwegen. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all dem zu sagen hat. Ohne Flachs, Leute, ich finde den weiterhin super strange. Er kennt sich ein Ticken zu gut mit den Sachen aus. Oh, ist das etwa deine Vesprit-Feder? Die alten Überlieferungen sind also wahr. Das bedeutet, dass die rote Kette ebenfalls existieren muss? Ich komme nicht mehr mit. Diese Pokémon verkörpern unseren Geist und der Gegenstand, den sie uns geben, soll irgendwelche Welten binden? Und dadurch soll die momentane Situation aufgelöst werden? Wie genau? Warum? Deine Zweifel zeigen, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Du bist nicht umsonst, Oberhaupt. Ohne unseren Geist wäre uns überhaupt nicht bewusst, dass der Riss größer wird und die Welt womöglich zu Ende geht. Man könnte andersherum auch sagen, dass die Welt nur existiert, weil wir durch unseren Geist in der Lage sind, Zeit und Raum wahrzunehmen. Die rote Kette ist sozusagen ein Instrument, mit dem wir die Welt richtig sehen können. Ich verstehe es immer noch nicht.
So sind Legenden nun mal. Sie erklären uns die Welt auf unverständliche Weise. Das bringt uns dazu, selbst mehr nachzudenken über das ehrwürdige Sinnoh und über die Welt, in der wir leben. Genau, Legenden sind schon was Feines. Nun gut, jetzt müssen wir das alles nur noch zweimal wiederholen, um in den Besitz der roten Kette zu gelangen. Du klingst so selbstgefällig für jemanden, der selbst nicht viel beizutragen hat. Oder trifft Unbekümmertes besser? Du hast dich ihnen doch nur angeschlossen, um deine Gier nach alten Ruinen zu befriedigen. Ah, könnte schon sein, ne? So, was jetzt hier eigentlich mit meinen Pokémon? Die sind alle geheilt, gut. Nu denn. Gehen wir mal hier hin, ne? Zum See der Stärke. Der andere See war gerade gar nicht markiert, oder habe ich das noch nicht gesehen? Das ist der See der Stärke, dann gehe ich mal zur Perlsiedlung. Oh, da kann ja Sneeboss mal helfen. Guten Tag. Ich habe gehört, dass der See der Stärke auch Meerwasser enthält. Allerdings weiß niemand, ob das an den geografischen Gegebenheiten liegt oder ob ein Pokémon dafür verantwortlich ist. Das Pokémon Selfe wacht über diesen See. Als es flog, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Zumindest erzählt man sich das. Ah, schon wieder eine WhatsApp gekriegt. Das ist wirklich ein erstaunliches Gerät. Diese Höhle ist einfach wie aus dem Nichts erschienen. Gehen wir rein, Huxel. Jedes Pokémon des Sees scheint von einem anderen Pokémon bewacht zu werden. Seid vorsichtig. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dann wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Zorro! Leider kann ich dir keinen hilfreichen Rat geben, Huxel. Sei einfach vorsichtig, ja? Boah, keine Ahnung, was hier gut wäre. Ich nehme jetzt einfach mal Macho Mai. Zorro! Na, gute oder schlechte Wahl? Zoroark. Ey! Hör auf, mich anzugreifen. Oh nein, schon wieder eine schlechte Wahl getroffen. Aber immerhin macht es richtig Damage. Oh, das war's mit Macho Mai. Hast dich aber gut geschlagen, Kollege. Boah, ich habe nichts sehr Effektives. Kann doch gar nicht wahr sein.
Ich wusste, du würdest es schaffen, Huxel. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Oh, du bist ja noch süßer. Ich will dich auch einsperren. Ich würde dich gern fangen. Gut. Geht anscheinend nicht. Komm näher, damit ich dein Wissen auf die Probe stellen kann. Quadribil, Zubat, Inkognito, Magneton, Zwirklob. Wie viele Augen hat jedes von ihnen? Gib deine Antwort der Reihe nach. Was ist denn die Frage? Quadribi. 2. Zubat 2. Inkognito. 1. Boah, ich weiß es nicht. 2. Hat Quadribi 2 Augen doch? 2, 1. 3, 1. Zwei, zwei, eins, drei, eins. Ist es richtig? Ich weiß es nicht. Nein, gib mir die richtige Antwort. Yes, woher soll ich das wissen? So, kann man hier nachgucken. Das ist ein Inkognito. Es hätte schon mal ein Auge, ne, würde ich sagen. Quadribi, ach so. Ja, macht natürlich Sinn. Das sind ja 6. 6. Ich dachte, das wäre halt diese einzelne kleine Wabe. Was rede ich denn da? Stimmt doch gar nicht. Eine einzelne Wabe gibt es doch gar nicht. Die Entwicklung von Quadribi ist doch diese Königin. Ne, habe ich einfach nur falsch im Kopf gehabt. Ich dachte halt, das wäre eine einzelne fliegende Wabe. Aber egal, also 2, 4, 6, 6. Dann haben wir Zubat. Wo ist Zubat? Wo bist du? Ach, Alphabet. Zubat. Hat gar keine? Ey, ich habe ja gar keine Ahnung von diesem Spiel. Habe ich überhaupt irgendwie aufgepasst? Ich weiß es gar nicht. Also 6-0. 6-0. Inkognito 601. 3-1, sage ich jetzt. Ach, wobei, nee, ich guck nochmal nach. Magneton. Oh, Magneton hat 3. Tatsächlich. Magneson hat auch 3. Ach. Wer hätte gedacht, dass ich an so einem Pizzle-Rätsel jetzt so lange hängen würde? Gebe dir einen Teil des Geistes, auf dass du die Welten bindest. Naja, sagen wir mal, ich habe mich jetzt nicht vollkommen blamiert, aber schon so ein bisschen. Du erhältst eine Selfie-Kralle. Diese Kralle beweist deinen Abschluss der Prüfung des wissenden Wesens Selfie. Ich weiß nicht, ob das wirklich Selfie heißt, aber egal. Das im See der Stärke lebt. Sie ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Ciao, ciao. Schade, dass ich dich nicht mitnehmen konnte. Fehlt noch einer. Aber coole Geschichte hier mit den Seen und den Prüfungen. Es gefällt mir schon ganz gut. Wie es scheint, ist alles gut vonstatten gegangen, Huxel. Aber es ist schon seltsam. Warum geben Sie uns die rote Kette nicht einfach?
Ich schätze, es ist eine Sicherheitsmaßnahme und sie wollen uns wohl testen. Das ergibt Sinn. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie in die falschen Hände geriete? Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist die Kette nicht dafür da, die Welten zu binden oder so? Was würde ein Bösewicht denn damit anfangen? Wer weiß, vielleicht hat sie noch eine andere Funktion als die, wofür wir sie brauchen. Gut möglich. Naja, wir werden es wohl erst rausfinden, wenn die Kette in unserem Besitz ist. Also dann, sollen wir fürs Erste zu Fräulein Kogita zurück? Jo. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all dem zu sagen hat. Ich wette, der betrügt uns. Der große Storyplot ist wahrscheinlich, dass er irgendwie böse ist oder so. Könnte ich mir halt super gut vorstellen. Eine Selfie-Kralle? Diese Wärme, die davon ausgeht? Irgendetwas ist an diesem Pokémon der Seen seltsam, als würden sie durch deine Gefühle mit dir kommunizieren. Wir sollten einen Schritt zulegen. In Jubeldorf braut sich was zusammen. Was meinst du damit? Ein Händler der Ginkgo-Gilde hat mir Bericht erstattet. Anscheinend wurde jenseits des Risses ein Pokémon gesichtet. Und Denboku hat ein paar seiner Leute zusammengetrommelt, die es nicht nur erforschen, sondern im Ernstfall auch unterwerfen sollen. Ein Händler der Ginkgo-Gilde, sagst du? Müsste es nicht ein Kollege sein? Was, wenn es wahr ist und sich jenseits des Risses ein Pokémon befindet? Und was, wenn es aus dem Riss in unsere Welt eindringt? Wir sollten keine Zeit verlieren und schnell das letzte Material für die rote Kette finden, Huxel. Dieser Enthusiasmus reißt einen ja geradezu mit. Und ich werde mir dieses historische Ereignis bis zum Schluss ansehen. Du willst also nur zusehen, ja? Denkt daran, dass ihr die Materialien von den drei Seen zu den Nebelruinen bringen müsst. Also, sie hier, ne? Diese Kogita, die ist ja ihm gegenüber auch mega misstrauisch. Merkt man ja bereits aus diesen Gesprächen hier. Und von daher, ja, also, ich bin mir inzwischen schon relativ sicher, dass der böse ist. Ich habe es die ganze Zeit über im Let's Play immer mal wieder vermutet und jetzt kann man sagen, anhand der Textboxen merkt man das auch schon, ne? Dass das storytechnisch in diese Richtung halt gehen soll. So, wo müssen wir denn hin? Da vorne müssen wir hin. Das erste Mal, als ich diesen See hier gesehen habe, hatte ich mich ja auch gefragt, was man hier tun kann. Hey, oh, nein! Ach so, das ist ein Elite-Pokémon. Mich gerade ein bisschen gewundert. Nice, wir sind da, Freunde. Ja, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.